Wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 2, Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Und da gibt es einen Beschluss aus der Sitzung vom 2. März zu verkünden. Hier geht es um Personalangelegenheiten. Staatsoperette Dresden wurde der folgende Beschluss gefasst. Der Stadtrat beschließt die Verlängerung des Dienstvertrages mit der Intendantin der Staatsoperette Dresden, Frau Katrin Condoro, bis zum 31.07.2029 gemäß Anlage. Damit wäre der Punkt 2, die Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse, realisiert. Und wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt 4, die Fragerunde. Und wie ich es eingangs gesagt habe, beginnen Freie Wähler, Freie Bürger und damit Herr Genschmar mit der ersten Frage. Hallo. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vor 4 Jahren, am 21. März 2019, beschloss der Dresdner Stadtrat die Bürgerbeteiligungssatzung. In § 1 ist zu lesen, Zweck der Satzung ist die rechtzeitige Information der Bürgerinnen und Bürger über das Vorhaben der Landeshauptstadt, die Unterstützung von Einwohnerinnen und Einwohnern, eine Empfehlung für die Entscheidung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters oder der Räte im öffentlichen Ebenen zu erarbeiten, abzugeben. In der Satzung werden umfangreiche Möglichkeiten der Beteiligung definiert. Dazu gehört auch die Online-Debatte, § 3, und die Bürgerempfehlungsverfahren, § 4. Zu diesem Verfahren sollen entsprechende Musterlisten zur Sammlung von Unterschriften veröffentlicht werden. Meine Fragen dazu: Wo finden die Bürger der Landeshauptstadt Dresden alle notwendigen Informationen, einschließlich der Musterlisten, um Bürgerempfehlungsverfahren einzuleiten? Zweitens, nach § 9 der Satzung haben Sie, Herr Oberbürgermeister, selbst das Recht, Bürgerempfehlungsverfahren einzuleiten. Werden Sie im Zusammenhang mit den geplanten Aufstellung von Containern zur Unterbringung von Asylbewerbern an jedem geplanten Standort davon Gebrauch machen? Wenn nein, warum nicht? Drittens, wo finden die Bürger die in der Satzung unter § 3 genannten elektronische Plattform für die Online-Debatte? So, also wir fangen mal mit dem Punkt 1 an. Wo sind die Musterlisten zu finden? Die Musterlisten finden die Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden und an entsprechenden Seiten zum Thema der Bürgerbeteiligung, genauer bei den Beteiligungsmöglichkeiten unter Punkt Bürgerempfehlungsverfahren. Dann, wie gehe ich damit um, jetzt davon selber Gebrauch zu machen? Es ist ja eine Möglichkeit, die sowohl der Stadtrat, die der Oberbürgermeister nutzen kann. Ich glaube, in diesem jetzt entscheidenden Punkt mache ich davon keinen Gebrauch, weil wir eben ja in bürgeroffenen Sitzungen in den Stadtbezirken und Ortschaften sowie durch die bereits angesprochene Informationsveranstaltung am 31. März darüber umfangreich informieren. Auch die Veranstaltung am 31. März 2023 ist auch im Livestream für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar. Sie wird auf dresden.de übertragen. Und wir haben auch mit den Stadtbezirksamtsleitern und Verwaltungsstellenleitern besprochen, dass über die Diskussionen, die in den Gremien stattfinden, also in den Stadtbezirken und Ortschaften Betroffenen, eine Zusammenfassung erstellt wird, was Anregungen sind, was Wünsche sind, die Ihnen dann hier im Stadtrat zur Beschlussfassung mit übergeben werden. Insofern wird es gehandelt, als wäre es wie eine Einwohnerversammlung, auch so, dass Sie nicht bloß das Votum haben, sondern auch durchaus, wenn es Anregungen gibt, das in dem Kondensat entsprechend vorgestellt bekommen und daraus die entsprechende Entscheidung als Stadtrat treffen können. Und von der Seite her, glaube ich, machen wir so gut es geht, die Möglichkeit einräumen, dass sich alle entsprechenden Bürger in die Diskussion mit Anregungen, Verbesserungsvorschlägen einbringen können. Ich weise aber dennoch darauf hin, wir haben hier eine rechtliche Verpflichtung, unsere
Unterbringungskapazitäten zu ermöglichen. Wir haben eher die Frage, wo das wies. So, und ansonsten haben wir von Online-Debatten schon mehrmals die Möglichkeiten genutzt, bei verschiedensten Veranstaltungen. Es war bei den finalen Wettbewerbsbeiträgen zum Neubau des Stadtforums, bei Einwohnerversammlungen zum Verkehrs- und Mobilitätskonzept, zum Fernsehturm, zur Kultur- und Nachbarschaftszentren Striesen. Insofern ist uns das Instrument der Online-Debatte kein neues. Hier haben wir jetzt aber den Weg gewählt von einer direkten Möglichkeit, sowohl zentral wie dezentral Gebrauch machen zu können und jetzt nicht in dieser Form es durchzuführen. Gestatten Sie mir eine Rückfrage, Herr Oberbürgermeister. Glauben Sie, dass eine zentrale Veranstaltung in der Dreikönigskirche am 31. die unterschiedlichen Standorte abbilden können, oder ist es am Ende bloß eine scheindemokratische Veranstaltung, wo die Leute sozusagen abgefrühstückt werden sollen und eigentlich die Meinung der Bürger gar nicht gefragt werden soll? Nein, ist es nicht meine Meinung. Deswegen haben wir ja auch die verschiedenen Veranstaltungen in den Stadtbezirken und Ortschaften, auch so, wo es irgendwie ging, Ortswechsel durchgeführt, sodass wir große Räumlichkeiten angemietet haben, in denen auch eine Reihe und rege Teilnahme der Bürgerschaft vor Ort möglich ist. Insoweit explizites Nein. So, wir setzen fort mit der nächsten fragenden Fraktion. Wir sind bei den Dissidenten, Herr Schmielich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in der kürzlich veränderten Förderrichtlinie des Freistaates für den sozialen Wohnungsbau wurde mit einer kleinen Streichung doch eine erhebliche Änderung vorgenommen. Es wurden nämlich als Antragsberechtigte diejenigen Bauwilligen gestrichen, die beabsichtigen, sozialen Wohnungsbau auf Baugrund, der im Erbbaurecht genutzt wird, zu errichten. Meines Erachtens greift damit der Freistaat in erheblichem Umfang auch in die Bodenpolitik der kommunalen Selbstverwaltung in Dresden und auch Leipzig ein und erschwert gleichzeitig den Bau und die Sanierung sozial gebundenen Wohnraums. Insbesondere erschwert der Freistaat die Nutzung der Förderrichtlinie für alternative Eigentumsformen. Ich frage daher den Oberbürgermeister: Wurden diese Änderungen vor Verabschiedung der Richtlinie mit der Landeshauptstadt kommuniziert? Und wenn ja, wie hat sich die Landeshauptstadt positioniert? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Schmielich, in Vergangenheit war es so, dass das Erbbaurecht bisher noch nicht Gegenstand der Landesförderung seit 2017 war. Wir haben aber unabhängig davon aktuell die Anforderung an das Land, also konkret an das Staatsministerium für Regionalentwicklung gestellt, das Erbbaurecht aufzunehmen. Hier hat es bisher auch positive Signale aus dem SMR gegeben, bei der nächsten Fortschreibung, die noch dieses Jahr ansteht, dies zu berücksichtigen. Insofern ist es so, dass bisher eben Erbbaurecht nicht bei der auftrat hinsichtlich der Anwendung der Förderrichtlinie und dafür entsprechend auch keine Fördermittel in Anspruch genommen werden kann. Grundsätzlich sind natürlich die geplanten Erbbaurechtsvergaben der Landeshauptstadt, wir wollen ja Baugemeinschaften, gemeinschaftliches Wohnen fördern, perspektivisch davon betroffen. Insofern begrüßen wir es natürlich, dass das SMR in Aussicht gestellt hat, dass diese Konstellation, sprich Erbbaurecht, bei der Förderrichtlinienfortschreibung künftig berücksichtigt wird. Das unterstützen wir ausdrücklich. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ja gerade als Vorlage die Änderung der Dresdner Richtlinie, also Vorlage 1996-22. Dort haben wir bisher auch immer von Eigentümern gesprochen. Insofern sollten wir im Rahmen der Beratung der Vorlage nochmal redaktionell da rangehen, um eben den Bogen
weiterzufassen, sprich auf die, auch künftig das Erbbaurecht mit zu inkludieren, um dann eben auch dort die Voraussetzungen einer geänderten Landesförderung berücksichtigen zu können. Vielen Dank für die Antwort. Ich bin mit der nicht ganz zufrieden, weil sie meines Erachtens auch den Tatsachen nicht vollends entspricht. Weil gerade, ich halte hier die Synopse des zuständigen Amtes in der Hand, zu genau der Veränderung der kommunalen Förderrichtlinie, genau in dieser Synopse ist der Bereich der Erbbauberechtigten ja sogar gestrichen worden und auch entsprechend erläutert worden, warum sie gestrichen wurde. Also wenn es die Absicht der Landeshauptstadt ist, ich könnte auch wäre sagen, dann erschließt sich mir nicht, warum in der Vorlage genau dies hier gestrichen wurde. Ich weiß, dass wir das im Rahmen einer Fragestunde nicht regeln können, aber mir scheint es hier zumindest Handlungsbedarf und Redebedarf zu geben, weil wenn die Intentionen, die Sie formuliert haben, Herr Kühn, den Intentionen der Landeshauptstadt entspricht, dann widerspricht die eigene Vorlage dem. Na, wie gesagt, wir klären das im Zusammenhang mit der Beratung der Vorlage sicherlich nochmal auf. Wie gesagt, bisher ist ja von der Landesförderung Erbrecht nicht berücksichtigt. Insofern müssen wir mal gucken. Möglicherweise gibt es hier auch ein Missverständnis, weil das, was ich jetzt vorgetragen habe, ist natürlich die Position der Landeshauptstadt, dass wir auch die Förderung für das Erbbaurecht gegenständlich machen wollen. Insofern müssen wir das aufklären, aber Sie haben jetzt, denke ich, deutlich nochmal meine Position hinsichtlich der Zielstellung, die deckt sich ja auch mit dem, was Sie intendieren, gehört. Ich denke, wir kriegen das auch entsprechend gelöst. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion, AfD, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Unterbringung von Menschen im Kontext von Flucht und Asyl gehört zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Landeshauptstadt Dresden. Eintretende Unterbringungsbedarfe durch Zuweisung durch den Freistaat sind zu decken. Ab Mai 2023 kommt es gemäß aktuellen Prognosen zu einem steigenden Defizit an Unterbringungskapazitäten. Mit der Vorlage V 2082-23 schlagen Sie dem Stadtrat 9 Standorte für die Unterkünfte in modularer Bauweise zur Unterbringung asylsuchender Menschen vor. Hierzu ergeben sich folgende Fragen. Nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der geplanten Unterbringungsstandorte? Wie viele Grundstücke wurden bisher insgesamt und wie viele Grundstücke werden aktuell geprüft? Welche Kriterien haben bei der Prüfung dazu geführt, ein Grundstück nicht als möglichen Standort zur Unterbringung in Betracht zu ziehen? Und in welcher Weise wurden bei der Prüfung auch Aspekte sozialräumlicher Verteilung zur gelingenden Integration der unterzubringenden Asylbewerber oder Voraussetzungen für die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit berücksichtigt? Welche zusätzlichen Maßnahmen werden seitens der Landeshauptstadt Dresden angedacht, um einen Ausgleich für besonders stark von der Unterbringung von Asylbewerbern und Migranten betroffenen Gebiete, wie etwa im Stadtbezirk Prohlis, zu erzielen? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Walter, wir haben insgesamt 29 städtische Grundstücke für mobile Raumeinheiten im ersten Schritt geprüft. Die Prüfung begann bereits im Herbst des zurückliegenden Jahres. Aktuell werden auch 3 weitere Grundstücke geprüft, welche der Landeshauptstadt Dresden durch die Eigentümer zur Miete angeboten wurden. Hier liegt aber noch keine Entscheidung vor. Die Entscheidung wäre dann auch gegenständlich hier im Stadtrat. Wir konzentrieren uns natürlich weiterhin auf Grundstücke, die sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befinden. Wir werden natürlich aber auch weiterhin private Angebote prüfen. In der Vorlage sind 9 Grundstücke ausgewiesen. Insofern sind also von den 29 negativ geprüft worden. Das hat folgende Gründe, das sind umweltrechtliche Belange, zum Beispiel das Thema Schallschutz, das Thema Wasser. Die Standorte waren zum Teil auch zu klein. Wir wollten ja auch eine Kapazität haben, die, sagen wir mal, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit auch vertretbar ist. Wir haben Flächen gehabt, die in Nutzung waren. Wir wollten also keine
Nutzungen, die zwingend erforderlich sind, verdrängen. Wir haben Bauvorhaben, die eine interimsweise Nutzung eben nicht ermöglichen, um dort auch die Zeitketten beispielsweise nicht durcheinander zu bringen. Und wir haben auch städtebaulich nicht geeignete Grundstücke gehabt, wo es um Lärmprobleme, Geruchsbelastungen etc. ging. Also verschiedene Aspekte haben dort reingespielt. Sie haben gefragt, ob wir bei der Schaffung der Unterbringungskapazitäten eine stadträumliche Verteilung anstreben. Ja, das tun wir. Gilt genauso für die modularen Raumeinheiten. Deshalb waren eben auch weiteren Kriterien die Lage, die Größe der Zuschnitterflächen, das Vorhandensein sowie die Beschaffung von Medienanbindungen, öffentlich-rechtliche Aspekte, also zum Beispiel eben Einhaltung von Bauplanungs- und Bauordnungsrecht und auch natürlich die Frage der Verkehrsanbindung. Maßgeblich bestimmt wurde die Auswahl aber natürlich von der tatsächlichen Verfügbarkeit der Flächen. Richtig ist, dass im südöstlichen Stadtraum vor diesem Hintergrund mehrere Standorte vorgesehen sind, jedoch keiner im Stadtteil Prohles Nord und Prohles Süd. Und wir, Sie wissen ja, wir bringen auch zahlreiche Geflüchtete in Hotels unter. Und wenn man die Standorte der Hotels sich anschaut, dann hätten wir in ganz anderen Stadtgebieten eine Konzentration. Damit die Integration vor Ort gelingen kann, ist eine zugehende sozialarbeiterische Unterstützung von Menschen im Kontext Asyl und Flucht. Ich mach mal weiter. Im Zusammenhang mit dem Thema Flucht und Asyl geboten, gerade in den ersten Monaten der Aufnahme des Aufenthalts vor Ort. Diese Aufgabe leisten in Dresden 4 regional zuständige freie Träger, die durch das Sozialamt zuwendungsrechtlich gefördert werden. Diese Träger verfügen hierbei über ein kultursensibles und fremdsprachlich versiertes Fachpersonal im Bereich der sozialen Arbeit. Insgesamt stehen trägerübergreifend im Stadtgebiet 72 Stellen für die soziale Unterstützung der Menschen im Kontext von Flucht und Asyl zur Verfügung. Ich möchte gern darum bitten, dass Sie im Nachgang der Sitzung und möglichst zeitnah eine Liste uns zukommen lassen über die 29 geprüften Standorte, von denen Sie gerade gesprochen haben, und die Gründe für die Ablehnung bei den einzelnen Standorten. Und ich habe eine Nachfrage. Sie haben gesagt, städtische Grundstücke, und Sie haben die rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Bei dem Grundstück in Weißig ist Ihnen, Herr Hilbert, bekannt, dass es sich um ein Grundstück handelt, das im Rahmen des Eingemeindungsvertrages im VNE-Plan festgeschrieben ist und für die Änderung von Nutzung dort zwingenderweise das Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat herzustellen ist. Wie werden Sie mit einem möglicherweise ablehnenden Votum des Ortschaftsrates diesbezüglich umgehen? Also die Liste der 29 Standorte wird sicherlich im Zusammenhang mit der Beratung der Vorlage, die ja nächste Woche im Bauausschuss beginnt, auch dargestellt werden können. Und was dieses Grundstück in Schönfeld-Weißig angeht, so ist dieses erst in das Eigentum der Landeshauptstadt Dresden nach der Eingemeindung der Ortschaft nach meinem Kenntnisstand übergegangen. Insofern ist hier nicht der Eingemeindungsvertrag gegenständlich. Interessante Ausführung. Da möchte ich jetzt ganz viel dazu sagen, aber das passt jetzt nicht hierher. Da bedanke ich mich erstmal für die Aussage und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir noch auf die schriftliche Beantwortung der mündlichen Anfrage unserer Fraktion vom letzten Mal warten und bitten, dass das zügig jetzt passiert. Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanitzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, große Schulen mit Schülerinnenzahlen um die 1000 Schülerinnen und Schüler zuzüglich Personal führen zwangsläufig zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen, wobei vor allem morgens bei Unterrichtsbeginn zu berücksichtigen ist, dass die gesamte Schulgemeinschaft innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums das Schulgelände erreichen muss. Wir als Fraktion gehen dabei in der Regel davon aus, dass Schülerinnen selbstständig den Schulweg bewältigen, also zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn unterwegs sind. Kürzlich sind im Bildungsausschuss Varianten für die Universitätsgemeinschaftsschule vorgestellt worden, wo wir über solche Schülerinnenzahlen sprechen.
Dabei gab es bisher keine Aussagen zur Verkehrserschließung. Die Verkehrserschließung ist auch nicht Bestandteil der Kostenaufstellung. Wurde die Verkehrserschließung und Verkehrssicherheit bei der Variantenbewertung bereits mit einbezogen? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Und wenn nein, warum nicht? Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Donhauser. Ja, lieber Agnes Scharnetzki, die Prüfung ist mit dem Straßen- und Tiefbauamt erfolgt. Es gab keine Einwendung. Die entsprechende Stellungnahme liegt dem Amt für Schulen vor. Kann die uns nochmal zugänglich gemacht werden, bitte? Mit der Beantwortung. Wunderbar, danke. So, damit kommen wir zur nächsten Fragenfraktion. Die Linke, Herr Scholbach. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister, mit Schreiben vom 21. März, ist also erst wenige Tage her, teilten Sie uns zu Ihrer Organisationsverfügung Nummer 106 mit, dass drei Bereiche, nämlich das Amt für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll, das Bürgermeisteramt und die Stadtbezirke und Ortschaften, einem neu geschaffenen sogenannten Direktorium des Oberbürgermeisters unterstellt werden. Sie informierten gleichzeitig, dass die Stelle des sogenannten Direktors mit dem bisherigen Leiter des Amtes für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll kommissarisch besetzt wird. Nun ist es ja so, dass ein Direktorium bereits begrifflich aus mehreren Direktoren besteht. Und deshalb möchte ich mal ganz freundlich nachfragen, aus welchen Personen besteht denn das sogenannte Direktorium des Oberbürgermeisters? Der Leiter, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, ist kommissarisch Herr Schulz und er wird vertreten durch Herrn Tostmann. Das ist ja ein sehr opulentes Direktorium. Da hätte ich mal eine Nachfrage, und zwar, welche Stellenbeschreibung gilt denn für die Stelle des sogenannten Direktors konkret und in welcher Entgeltgruppe oder Besoldungsgruppe wurde denn diese Stelle des sogenannten Direktors eingeordnet? Also zunächst, und das will ich vielleicht nochmal ein Stückchen so weit ausführen, es sind natürlich jetzt nicht dort zwei Personen, die da tätig sind, sondern insgesamt sind im Direktorium 33 Stellen angesiedelt. Das sind im Wesentlichen die Abteilung Stadtrat und die, wie in der Organisationsverfügung, also die direkt Zugeordneten, Ihnen mitgeteilt, auch im Organigramm dargestellt. Das sind alles Stellen im Rahmen von Umorganisation meines Bereiches, betone nochmal, keine neuen Stellen. Wie sieht es aus mit der entsprechenden Bewertung und der Stellenbeschreibung? Ich hatte sie Ihnen ja auch ausgeführt, auch mitgeteilt. Die sind erstmal zunächst kommissarisch besetzt. Im Augenblick bereitet das Personalamt die Stellenbeschreibung vor und auf dieser Basis der Stellenbeschreibung dann die Bewertung. Und sollte sich daraus eine erhöhte Entgeltgruppe ableiten, ist ohnehin die Beteiligung, wie es in unseren Gremien vorgesehen ist, des Ausschusses der Allgemeinen Verwaltung mindestens notwendig. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister, nun ist es ja so, weder das Amt des sogenannten Direktors noch das Organ des Direktoriums lassen sich den im Freistaat Sachsen geltenden kommunalrechtlichen Regelungen entnehmen. Es handelt sich hierher ganz offenkundig um Fantasiebezeichnungen. Und insofern bin ich schon sehr gespannt auf die Diskussionen der kommenden Wochen, die uns da noch bevorstehen. Vielen Dank für Ihre Antworten. Genau, damit kommen wir dann ein bisschen mit über Kreativität und natürlich Kreativität im politischen Geplänkel miteinander diskutieren. Machen wir gerne. Herr Schäuber, freue mich darauf. Wir gehen weiter in der Runde der Fraktionen, sind jetzt bei der CDU-Fraktion. Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Sanierung der Loschwitzer Brücke, die wir ja auch alle gern Blaues Wunder nennen, geht ja Schritt für Schritt voran, wenn auch langsam. Wir konnten in den letzten Wochen ja so ein Mittelstück an der Brücke
neu erblicken im neuen Blau, was aus meiner Sicht sehr schön ist und die Bürger sich auch darüber freuen. Jetzt haben wir der lokalen Presse am Wochenende entnehmen können und wenn man vorbeigeht, sieht man es, dass an der Brücke bereits wieder Graffiti-Schmierereien angebracht wurden. Und in dem Artikel wurde auch das zuständige Straßen- und Tiefbauamt zitiert, dass eine Beseitigung derzeit nicht vorgesehen sei. Seit mehr als 3 Jahren haben wir ja hier im Rat beschlossen, dass wir uns stärker der Beseitigung von Graffiti zuwenden wollen. Wir haben dafür auch Mittel zur Verfügung gestellt und es gibt mittlerweile auch einen Rahmenvertrag, wo eine Fachfirma gebunden ist. Daraus ergibt sich für mich die Frage, warum weigert sich die Stadtverwaltung, diese Schmierereien zu beseitigen? Schönen Dank. Die Frage wird von Herrn Bürgermeister Kühn beantwortet. Ja, sehr geehrter Herr Kaden, ich kann Ihnen zunächst erstmal sagen, dass die Sanierung des Blauen Wunders im Sommer fortgesetzt wird. Wir warten ja noch auf die Haushaltsgenehmigung von der Landesdirektion und dann können die Mittel, die Sie uns ja dankenswerterweise im Haushalt eingestellt haben und die auch vom Fördermittelgeber vom Freistaat Sachsen gekommen sind, dann auch investiert werden. Wir haben grundsätzlich das Problem, dass die Graffiti-Beseitigung ohne Beschädigung der obersten Schicht des Korrosionsschutzes eben nicht möglich ist. Das bedeutet, dass bei jeder Beseitigung ein Schaden am Korrosionsschutz entsteht, wodurch sich die Lebensdauer des Korrosionsschutzes verringert. Daher erfolgt auch zukünftig die Beseitigung nur im Ausnahmefall eines verfassungsfeindlichen Graffitis. Gleiches Problem kann ich auch sagen, haben wir beim Thema Sandstein. Auch dort haben wir gemeinsam mit dem ehemaligen Kollegen Herrn Zittel ein gemeinsames Projekt gehabt, wo wir auch getestet haben, welche Methoden gibt es, um beim Thema Sandstein eine Graffiti-Beseitigung zu machen, ohne sozusagen den Sandstein porös werden zu lassen und zu schädigen. Auch da muss man sagen, dass die Tests, die da durchgeführt wurden, von den entsprechenden Herstellern verwendeten Techniken leider nicht zum Erfolg geführt haben. Beim Blauen Wunder haben wir im Moment die besondere Situation, dass die Bauleistung noch nicht abgenommen wurde und dass wir vor der förmlichen Abnahme hier auch durch eigene Aktivitäten oder Eingriffe nicht handeln können. Die Abnahme ist, was die Bauleistung angeht, für den 31. März vorgesehen. Auch innerhalb der sich anschließenden Gewährleistungsfrist würde eine Behandlung des Korrosionsschutzsystems mit Chemikalien oder Druckwasser zum Wegfall der Mängelbeseitigungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer führen. Im laufenden Haushalt steht für die Graffiti-Beseitigung ein Etat von 150.000 Euro zur Verfügung. Ein Teil der Mittel soll auch für präventive Maßnahmen verwendet werden. Mit Hinblick auf eine weitere und notwendige Optimierung des Vorgehens findet heute mit den betroffenen Ämtern zusammen ein Treffen statt, wo die bisherigen Erfahrungen ausgewertet werden und die nächsten Schritte für 2023 geplant werden. Das betrifft auch eine Priorisierung der zur Verfügung stehenden Mittel. Rahmenvertrag haben Sie schon angesprochen. Und hier werden wir auch mit Blick auf die präventiven Schritte, die eben auch wichtig sind, dann hier auch im Kriminalpräventiven Rat dies vorstellen und die weiteren Schritte zur Optimierung bei dieser Frage Ihnen dann präsentieren. Ich würde dazu gerne eine Nachfrage stellen. Es gibt ja durchaus Städte in Europa, die uns da beispielhaft vielleicht das eine oder andere auch an Anregungen liefern können. Beispielsweise unsere Partnerstadt Rotterdam. Dort ist das Thema Graffiti in einem ganz anderen Maße in den Griff bekommen worden. Auch dort gibt es Brücken. Gibt es denn über die partnerschaftlichen Verbindungen beispielsweise auch einen Austausch darüber, wie man insbesondere Brücken, und da geht es ja um Korrosionsschutz, vor solchen Graffiti-Schmierereien schützen kann, weil ich gehe davon aus, dass es ja Wege und Möglichkeiten geben muss, dass man eben auch solche Brückenbauwerke letzten Endes schützen kann oder eben dann solche Graffiti-Schmierereien, wenn sie denn angebracht werden, dann auch entsprechend entfernen kann. Also ich kann Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen, ob jetzt mit unserer Partnerstadt Rotterdam...
Gut, das. Ich mache jetzt auch wieder weiter. Also ich kann ad hoc jetzt nicht sagen, ob wir jetzt konkret mit Rotterdam im Austausch standen oder stehen. Ich habe auch nicht im Fokus, ob jetzt Rotterdam vergleichbare Brücken haben. Wir haben natürlich sehr viel denkmalgeschützte Bausubstanz, Sandstein oder eben das Blaue Wunder als entsprechendes Denkmal. Die Fachleute im Straßentiefbauamt, auch in den beteiligten anderen Ämtern, stehen natürlich auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um natürlich auch die Erfahrung, die andere Städte, die das gleiche Problem haben, zu nutzen. Ich würde vorschlagen, dass wir das in der schriftlichen Beantwortung dann ergänzen. Ich gehe davon aus, dass es dort einen fachlichen Austausch gibt, weil das Ziel ist natürlich tatsächlich, diese Krach-Schmiedi-Schmierereien zu beseitigen. Das scheitert aus meiner Sicht eben nicht am Geld in erster Linie, sondern es scheitert letztendlich an den bisherigen Techniken, die eben sozusagen die Probleme mit sich bringen, die ich beim Sandstein oder jetzt eben beim Korrosionsschutz geschildert habe. Und wenn es da Verfahren und Erfahrungen aus anderen Städten gibt, die uns da helfen können, umso besser. Ne? Ich gerne noch eine zweite Nachfrage stellen, jetzt auch in Bezug auf das Blaue Wunder. Ich würde gerne wissen wollen, ob im Vorfeld dieser Frage durch die Stadtverwaltung auch genügend Raum eingeräumt wurde, also der Frage, wie man auch unter Aufbringung des Korrosionsschutzes langfristig Graffiti-Schmierereien an dieser Brücke oder auch an anderen Bauwerken mit entsprechendem Korrosionsschutz vermeiden kann. Da würde mich einfach interessieren, ist das Thema im Vorfeld ausreichend besprochen und diskutiert worden, um im Rahmen der Sanierung eben auch einen Korrosionsschutz aufzubringen, der entsprechende Beseitigung von Graffiti ermöglicht? Auch hier würde ich das dann schriftlich beantworten. Vielen Dank. Okay, schönen Dank. Nächste in der Fragerunde wäre SPD-Fraktion, Frau Mühlbach, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der ja leider nicht da ist, sehr geehrter Herr Beigeordneter, auch meine Frage hat die Gewährleistung des Schutzes und der adäquaten Unterbringung von geflüchteten Menschen zum Gegenstand. Das ist nicht sehr überraschend, denn es ist ein Thema, das die Stadtgesellschaft im Moment tatsächlich bewegt. Ich werde meine Frage trotzdem ein bisschen modifizieren, weil der Oberbürgermeister in seinem Bericht doch schon einen Großteil der Antwort vorweggenommen hat. Der Vorteil ist, dass der Oberbürgermeister unsere Fragen ja vorher kennt, während wir seinen Bericht leider nicht kennen. Dresden wird in den kommenden Monaten weitere Geflüchtete aufnehmen, ungefähr 2200. Das ist gut und das ist auch richtig so, das möchte ich vorausschicken. Schließlich ist Dresden sicherer Hafen und das wird auch so bleiben. An dieser Stelle würde ich dem Oberbürgermeister für sein Votum gern danken wollen. Leider ist er jetzt nicht da. Trotzdem hätte ich gern gewusst, er hat angekündigt bei Vorstellung der Vorlage der neuen Standorte mit den mobilen Raumeinheiten, dass diese mobilen Raumeinheiten nur maximal 2 Jahre stehen sollen. Und meine Fraktion hätte gern gewusst, welche Schritte hier ganz konkret unternommen werden sollen, dass die hier Schutzsuchenden schnellstmöglich integriert werden. Was wollen Sie konkret in den kommenden 2 Jahren tun? Was soll passieren, damit den Geflüchteten eine adäquate Unterbringung garantiert werden kann? Schönen Dank. Auch hier wird Herr Bürgermeister Kühn antworten. Ich konzentriere mich jetzt auf die von Ihnen gestellte Frage und nicht auf die schriftlich eingereichte. Wir sind erstens natürlich weiterhin bemüht und haben durchaus auch Erfolge, Gewährleistungswohnungen zu aktivieren. Leider ist das natürlich bei dem derzeitigen Mietmarkt nur eingeschränkt möglich. Wir sind auch weiterhin in der Akquise und Verhandlungen, was Gemeinschaftsunterkünfte angeht, die natürlich auch möglichst dem nahe kommen, dessen, was 2017 an Unterbringungsstandards auch hinsichtlich der Quantität pro Standort beschlossen wurde. Wir werden auch weiterhin Hotels anmieten. Die Zahlen hat der Oberbürgermeister genannt. Wenngleich man auch sagen muss, dass bei Hotels natürlich das Thema Selbstversorgung und auch die Frage Räume für soziale Betreuung, Freizeitgestaltung und so weiter natürlich mehr als begrenzt vorhanden sind. Woran wir arbeiten, ist eine Vorlage, die uns in die Lage versetzt,
bei städtischen Immobilien, die leer stehen, diese herzurichten, um sie als dauerhafte Stand-by-Kapazitäten für die Unterbringung von Menschen, von Flüchtlingen, also im Kontext Asyl und Flucht, zur Verfügung zu stehen. Man muss sagen, einige dieser Objekte sind ja auch schon genannt worden. Hier ist natürlich ein erheblicher finanzieller Aufwand damit verbunden. Die Objekte stehen ja nicht umsonst leer, braucht also einen entsprechenden finanziellen Kraftakt, und dem steht natürlich erstmal die Planung der Baumaßnahmen davor. Wir wollen in den nächsten 2 Jahren, wo wir eben zunächst angesichts der hohen Zuweisung von Geflüchteten auf mobile Raumeinheiten angewiesen sind, diese Zeit nutzen, um möglichst viele Standby-Kapazitäten herzurichten, um sie dann eben nutzbar zu machen. Der Oberbürgermeister hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir an verschiedenen Stellen gegenüber Land und Bund appelliert haben, dass diese Aufgabe, dieser finanzielle Kraftakt, der damit verbunden ist und ja auch mit den laufenden Kosten, die diese Einrichtungen tragen, wir überfordert sind und hier auch eine Unterstützung des Bundes brauchen, um solche Kapazitäten, die ja 2015, 2016 in Folge nicht eben aufgebaut wurden, zu schaffen. Also die Vorlage ist in der Feinabstimmung. Ich gehe davon aus, dass sie auch sehr zeitnah dann auch hier in den Stadtrat bzw. in die Gremien zur Diskussion kommt. Aber der große Knackpunkt wird sein, finden wir eine ausreichende Finanzierung, um diese Standorte, diese Immobilien entsprechend dann auch aktivieren zu können. Ja, vielen Dank für Ihre sehr umfangreiche Antwort. Wir freuen uns dann auf die fein abgestimmte Vorlage. Natürlich wirft diese Antwort noch mehr Fragen auf, die ich mir jetzt verkneife hier zu stellen, aber sicherlich schriftlich nachreichen werde. Vielen Dank. Okay, dann zum Abschluss der Fragerunde FDP-Fraktion, Holger Zastrow, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, im letzten Sommer hat die Stadtverwaltung 96 Parkplätze entlang der Karl-Marx-Straße in Klotzsche weggenommen. Im November haben wir dann im Stadtrat den Beschluss gefasst, dass die Stadtverwaltung aufgefordert wurde, binnen eines Monats damals ja sogar, zu schauen, wo man Ersatzflächen findet für die Anwohner dort an der Karl-Marx-Straße. Jeder, der die Situation vor Ort kennt, dass die Parkdruck natürlich jetzt komplett in die Nebenstraßen ausgewichen ist. Es ist wirklich unhaltbare Zustände, beispielsweise im Dürrnichtweg gibt. Da gibt es wieder ganz neue Konfliktpotenziale, wo man sich auch die Frage stellen sollte, ob man das so wollte, weil das ja eigentlich die Schulwege sind. Die Leute kommen ja dort, die Kinder vor allem aus den Wohngebieten. Aber deswegen wäre meine Frage, erstens, was haben Sie da bisher unternommen? Wie sind auch bei den damals vom Stadtrat vorgeschlagenen Flächen die Gespräche mit den Eigentümern verlaufen? Und wann wird der Stadtratsbeschluss umgesetzt? Wann gibt es die Parkflächen? Damit Zusammenhang steht die zweite Frage, die ich noch habe. Denn der Stadtrat hat ja mal vor 1,5 Jahren beschlossen, dass beim Wegfall von Parkplätzen für Anwohner eine Stellplatzkompensation eingeführt werden soll. Das hat die Landesdirektion dann für nicht umsetzbar erklärt. Sie hat aber noch was anderes gesagt. Sie hat nämlich gesagt, trotzdem ist natürlich dem Willen des Stadtrates zu folgen. Und die Stadtverwaltung ist aufgefordert, dann eine umsetzbare Vorlage zur Kompensation von Stellplätzen für Anwohner, Bewohner vorzulegen. Diese Vorlage habe ich aber noch nicht gesehen. Und mich würde gerne interessieren, wann denn die Stadtverwaltung denkt, den Willen des Stadtrates und der Landesdirektion umzusetzen. Mhm. Schönen Dank. Und auch hier die Antwort von Baubürgermeister Kühn, bitte. Ja, sehr gerne, Herr Zastrow. Wir haben die Nutzung der im Stadtratsbeschluss aufgeführten 3 Flächen bereits im Vorfeld der Umsetzung der Radverkehrsmaßnahme geprüft. Jede Ersatzfläche hat zur Folge, dass ein Bauantragsverfahren notwendig ist. Und bei den Flächen ist es so, dass eben eine kurzfristige Errichtung teilweise aus bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen entgegensteht. Das gilt beispielsweise für die 21 Stellplätze in der Rücklage vom Stadtbezirksamt Klotzsche, deren Umsetzung sich aufgrund von Baulasten einer anderen städtischen Baumaßnahme auf dieser Fläche verzögert.
die zwei Stadtratsbeschlüsse, die in zwei Stadtratsbeschlüssen beauftragte Parkraumuntersuchung mit dem Ziel, ein Bewohnerparkgebiet einzurichten, beginnt mit der Freigabe des Haushalts. Also ich gehe davon aus, dass wir den Haushalt jetzt zeitnah genehmigt bekommen. In diesem Zusammenhang muss auch geprüft werden, ob über verkehrsorganisatorische Maßnahmen hinaus die Errichtung von Parkierungsanlagen erforderlich ist. Sollte entgegen der bisherigen Erkenntnissen die Einrichtung von zusätzlichen Stellplätzen im Ergebnis der Untersuchung empfohlen werden, ist es dem Stadtrat zu entscheiden, ob die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Wir haben bereits im Dezember durch mich veranlasst eine Prüfung im Straßentiefbeamt, ob im Umfeld kurzfristig im Bereich der Stralsunder Straße und Korolenko Straße Ersatzparkstände realisiert werden können. Wir haben es sofort angeguckt, gab eine Begehung. Das ist kurzfristig nicht möglich und hätte umfangreiche Planung, Ausschreibung und Bau zufolge. Und deshalb mussten wir davon Abstand nehmen. Die von Ihnen angesprochene Vorlage ist eine Erarbeitung in meinem Geschäftsbereich. Ist auch vorgesehen, dass die noch deutlich vor der Sommerpause Ihnen zur Entscheidung vorgelegt wird. Also der Umsetzung sozusagen der Stellungnahme der Landesdirektion. Also kommt. Und wir machen ja auch weiterhin für die Radrouten Parkraumuntersuchungen. Und das wird es auch weiterhin geben. Und das, denke ich, wird auch Gegenstand der Vorlage sein, die dann noch entsprechend in die Gremien kommt. Eine Nachfrage dazu. Freut mich, dass die Vorlage kommt. Das ist in Ordnung, gut. Bei den Aussagen zu Klotzsche wundert es mich jetzt aber doch, weil genau diese 21 Parkplätze in jeder Versammlung, auch im Stadtbezirksbeirat, auch hier im Stadtrat, immer als genau jetzt sofort einrichtbar dargestellt worden sind. Da war immer gesagt, mindestens die kann man sofort umsetzen. Jetzt wird gesagt, wegen einer anderen städtischen Baumaßnahme ist das nie möglich. Also beim besten Willen, das ist dann eine Falschaussage damals gewesen. Damit muss man sich nochmal auseinandersetzen, weil das kann schlichtweg nicht sein. Wenigstens das sollte als Minimalkompromiss ja passieren. Und ansonsten finde ich es auch nicht sehr glücklich, wenn man jetzt damals abmarkiert, ohne übrigens die Bürger rechtzeitig zu informieren, dann sagt, ja, wir suchen nach Möglichkeiten, jetzt schiebt man es auf den Haushalt. Ich bin mir sicher, dass im Straßentiefbauamt genug Kapazitäten auf finanzieller Art da sind, die Gespräche auch mit den Eigentümern zu führen. Wir hatten ja beispielsweise auch die große Wiesenfläche vorgeschlagen. Da kann man reden auch mit dem Eigentümer, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ob man sich einigt, was das kostet, ist eine andere Frage. Aber wenigstens die Gespräche zu führen und den Stadtrat dann zu sagen, du musst so und so viel in die Hand nehmen beispielsweise, das sollte man doch schon machen und das sollte auch schneller gehen. Also das Problem war bei den 21 Stellplätzen, dass sich eben die Baumaßnahme, die eben gegenständlich war, was die Baulast angeht, zeitlich nach hinten verzögert hat. Das war so nie absehbar. Und was die Wiesenfläche angeht, ich ahne, glaube zu wissen, welche Sie meinen. Naja, so ein Parkplatz muss eben entsprechend erschlossen werden und dort brauchen wir definitiv ein Bauantragsverfahren und aus einer Wiesenfläche schnell einen Parkplatz zu machen, ist eben tatsächlich nicht so einfach, wurde aber auch im Vorfeld der Radverkehrsmaßnahme geprüft, aber das ist ein umfangreiches Genehmigungsverfahren, was dort an der Stelle notwendig ist. Insofern werden wir jetzt gucken, dass wir zügig die Parkraumuntersuchung machen, am besten Fall natürlich so, dass wir parallel mit der Vorlage dort schon Ergebnisse haben. Es ist ja übrigens auch noch gegenständlich gewesen, im Stadtratsbeschluss, dass es nochmal eine Einwohnerversammlung geben soll. Die ist auch in Planung, also die wird auch noch stattfinden. Und die soll natürlich so stattfinden, dass man dann die Ergebnisse der Parkraumuntersuchung auch vorstellen kann, sonst macht es ja keinen Sinn. Schönen Dank. Dann machen wir weiter in der Tagesordnung.